Berg. Mit E, nicht mit Ä. Berg. So. Arashi nickt dir zu. Ja, Arashi und Arashi gehen jetzt los. Arashi ist so schnell, die ist schon zu zweit unterwegs. Na Lucius, was hast du wieder gemacht? Hey Arashi, könntest du mir helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat ihn sich... Das habe ich ja schon... Das hat er schon gesagt, wieso wiederholt er sich? Würdest du dich mit mir zusammen tun und gegen sie kämpfen? Bitte nein. Na gut, dann warte ich hier so lange, bis du fertig bist. Lass dir nicht so viel Zeit, ja? Stellt euch mal so vor. Ich habe Probleme, ich will gegen sie kämpfen. Hilfst du mir dabei? Nö. Okay, ich warte hier so lange. In der Zeit wieder zusammengeprügelt. Nee, Spaß. Na gut, komm, wir wollen ja nicht so sein. Denn sie ist zu faul dafür, ja. Aber das ist ja auch das Beste an ihr. Irgendwie mag ich das an ihr, dass sie so faul... Kann ich dir nachher helfen oder klappt das allein? Ein Dreamteam, das gar nicht verlieren kann. Diese Schurken werden mit ihren fiesen Machenschaften nicht davonkommen. Dafür sorge ich. Darf ich den jetzt backstabben? Ah, ich hab ja noch Gramurks drin. Aber das gar nicht mal so schlecht. Wir haben Pudox und Papinella als Gegner. Komm, let's go. Flügelschlag. Bunkel weg. Das wäre so voll der Arashi-Moment, ja. Ach nö. Ich hoffe auch, dass die sich irgendwann entwickelt. Bekommen wir dann Arashi 2.0? Skunkabu. Ach, wir haben ja jetzt. Wir haben ja jetzt Boden. Tut mir leid, Partner, aber ich kämpfe immer alleine. Und der Grund ist: Die Erde bebt.
Danke für die Heilung. Und tschüss. Ach ja, Team Galaktik. Ist doch schön, dass die da alle EP bekommen. Ja, das ist der sogenannte ultimative EP-Teiler, den man von Anfang an besitzt. Anfangs war es ja eigentlich noch ein Item, der allen EP gegeben hat, den man auch sogar abstellen konnte. Mittlerweile ist das einfach ein Feature. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neue besorgen. Dein dämlicher Pokédex interessiert doch hier eh niemanden. Team Galaktik werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das gesamte Universum wird uns gehören. Hier, nimm ihn. Da hast du deinen nutzlosen Pokédex. Pah! Aber trotz, dass man jetzt halt alle EP bekommen, muss nicht unbedingt heißen, dass man dann so viel krass stärker ist. Das Team ist einfach dann angepasst. Aber die Gegner, also je höher das Level deines Pokémons ist, desto weniger EP bekommst du auch immer, wenn du gegen Schwächere kämpfst. Damit du nicht so überkrass levelst. Wenn ich das Ganze noch in Erinnerung habe. Also ich finde, teilweise, wenn ich die falschen Pokémon habe, wird es schon knackig. Ansonsten würde ich ja nur mit einem Pokémon kämpfen und mit Level, mit dem doppelten Level alles one-hitten. Da ist es mir egal, was kommt. Ich finde das so, wie gesagt, besser. Pokémon ist ja auch kein Zeitfresser. Obwohl, wenn man das perfekte Pokémon haben will, ist es doch noch eine Menge Arbeit. Früher war das, also beim ersten Teil war das, nee, nicht beim ersten Teil, oder? Na, von Generation zu Generation wurde der EP-Teiler verändert. Anfangs gab er nur einem Pokémon EP. Dann allen. Und das ist dann geblieben mit dem allen. Nur, dass es keinen EP-Teiler mehr braucht. Der ganze wichtige Kram, den wir hier in der Lagerhalle aufbewahrt hatten, wurde sowieso schon nach Weideburg geschafft. Also bleiben wir unserem Namen treu und machen einen rüpelhaften Abflug. Ihr werdet schon noch euer Fett abbekommen. Was ist hier denn los? Warum laufen die Typen von Team Galaktik durch die Straßen und benehmen sich, als würde alles ihnen gehören? Ich verstehe sowieso nicht, warum man da eigentlich rummeckert, dass man sowas geschenkt bekommt. So muss man nicht stundenlang im Gras rumrennen, um ein Pokémon zu leveln. Was ist das denn für ein Quatsch? Manche sagen, das Spiel wird schwerer, wird leichter dadurch. Aber wenn man dann stundenlang im Gras die Pokémon dann auf einmal auf das Level bringt, ist das doch genauso schwer.
Man hat nur 10, 20 Stunden mehr gebraucht zum Leveln. Oder nee, hunderte Stunden. Ich verstehe den Sinn nicht. Eben, nur weniger zeitintensiv. Ich finde sogar, dass die Trainer ein bisschen intelligenter geworden sind. Aber weil jetzt die Leute durchs leichteres Leveln natürlich auch an Orten verweilen und leveln. Es gibt wirklich welche, die versuchen, die überleveln sich, 100% überleveln die sich. Die sehen nicht, dass die intelligent nutzen wahrscheinlich. Aber ich hab, glaub, bisschen die falschen Pokémon und ich gerate schon manchmal in Bedrängnis. Aber wenn ein Pokémon down geht, ich hab noch 6, also noch 5 andere, also... Aber ich kann mich erinnern, in den ersten Editionen hatte ich nie Verluste beklagt, weil ich immer nur ein Pokémon hatte. Den Starter, mehr brauchte ich nicht. Mit dem Starter bin ich einfach durch, weil ich keinen Bock hatte, andere zu leveln. Auch ein Turtok kann die Top 4 alleine besiegen. Man braucht nur genug Beleber. Und Heiltränke. Eben. Mittlerweile nutze ich auch jedes Pokémon für bestimmten Typ oder so. Durch die Straßen und benehmen sich, als würde alles ihnen gehören. Vielen Dank, Arashi. Ganz ehrlich. Wenn Professor Eibe jemals herausfinden sollte, dass ich meinen Pokédex verloren hatte, ich mag nicht gar nicht daran denken. Also, was hast du jetzt vor? Ich überlege, nach Weideburg zu gehen. Im Großmoor dort leben nämlich viele verschiedene Arten von Pokémon. Momentan habe ich... Ich hatte auch vorher das Problem... Shelterer... Der war, also bis er zu Shelterer wurde, war der ja nur eine Pflanze. Ich hatte gegen Feen, habe ich gar kein Pokémon gehabt. Oder wenn Gift-Pokémon kam, war ich am Arsch. Ich hatte nicht wirklich was Gescheites. Hier, gibt sogar Pokémon, die bei mir down gehen. Die Arena war ein Klacks jetzt mit Kramurks. Es war ja Kampf. Aber gegen die Steinarena hatte ich keine Chance gehabt erstmal, weil Kopfnuss, ich hatte kein schnelles Pokémon und Kopfnuss hat mir ständig mich zurückgeschlagen. Ich konnte nichts machen. Aber beim zweiten Kampf hat der einen Fehler gemacht und ich habe ihn gewone-hittet. Das komplette Scarlet Nexus Team, ja. Ja, warte, ich habe noch Yuito. Yuito hat manchmal Kopfschmerzen, deswegen habe ich den so genannt. So Psycho. Aber mit Hanabi bin ich noch nicht zufrieden. Das ist das beste Feuer-Pokémon, was ich bis jetzt bekommen konnte. Zepeise? So, dann wollen wir mal weiter. Nein, mach nicht zurück. Ich wollte doch nur nach... So, jetzt aber. Fliegen!
Jetzt kann ich überall hin. Die verrostete Tür ist verschlossen und du brauchst einen speziellen Schlüssel. Hast du speziellen Schlüssel? Hey, was haben wir hier denn hier? Du gehörst ja gerade mal gar nicht zu Team Galaktik und du bist doch dazu ein Kind. Das, was wir mit der Energie vom Windkraftwerk erschaffen haben, ist bereits in Weideburg. Was? Ach, darum geht es gar nicht. Alles klar, Frult, mach das. Dann bedanke ich mich schon mal dafür, dass du da warst. Arashi ist in Topform. Dass sie noch nicht hier irgendwo rumliegt. Also, wir können jetzt fliegen, ne? Wir können jetzt überall hin fliegen, außer dahin, wo wir halt noch hin. Aber das ist Route 214. Können wir die runter? Weideburg ist unser nächstes Ziel. Elysis. So, ich glaube, ich muss erstmal hier hin. Ja? Trosto ist unsere Zuchtanstalt. Gibt es dort eigentlich auch Ditto in der Nähe? Normalerweise gibt es bei solchen Zuchtanstalten immer ein Ditto in der Nähe, aber ich habe noch keins gesehen, deswegen weiß ich es nicht. Ich glaube, ich muss hier runter. Weil wir ja hier hin müssen. Und dann kommen wir hier wieder scheinbar zurück. Die Zahl der Route hat also keinen. Ist also egal. Willst du echt Route 214 lang? Die ist doch total unwegsam. Und zu sehen gibt's da auch nichts. Gut. Da ist dieser Ruin-Maniac, dem du mal einen Besuch abstatten könntest. Dieser Typ gräbt sich ganz allein durch dickstes Felsgestein. Achtung, hinter dir! Ist nichts. Thank you.
Tarnfugil. Traunfugil. Ich muss unbedingt eine Giftattacke beibringen. Ich habe vergessen zu heilen. Ach komm, mal Maschinen rein. Das ist ja ein Unlichtgeist, da bringt es. Oh, Biss ist doch sehr effektiv. Okay. Die bekommen auch wirklich viel, viel weniger EP als damals, weil es sich auf alle verteilt. Finde ich mega gut, muss ich sagen. Ich weiß noch, dass wenn man zum Beispiel den EP-Teiler nicht nutzte, es sogar bis zu 6000 EP pro für so richtig starke Pokémon gab. Jetzt? Oh, hier ein paar Hunderter, da ein paar Hunderter. Ich glaube wirklich nämlich, dass alle dann so... Wenn zum Beispiel jetzt alle down wären, ne? Und nur einer stehen würde, ich glaube, der kriegt ordentlich EP dann. So, ich muss meine Pokémon mal eben heilen. Ich habe vergessen, sie zu heilen.